Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 257. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Festung von Hateno untersucht und ja, was haben wir gefunden? Nur eine Mauer und jede Menge toter Wächter oder halbtoter Wächter zumindest. Ne? Und dann und wann leben diese Burschen dann doch mal. Aber vor unserem Reckenkostüm oder Reckengewand besser gesagt, bleibt das natürlich nicht verborgen. Ne? Da können wir die ganz gut entlarven. Oh, die sind wach geworden, leider. Die wecken sich jetzt. Haha, mit dem Schwert, nein. Nein, die wecken sich doch nicht. Oh, der zerbricht gleich, der Bogen. Aber dafür reicht er noch aus, um die zu bekämpfen hier. Ah, ich wollte ja eigentlich so eine klammheimliche Attacke starten gegen die. Solange sie noch pennen. Ich weiß, es ist hinterlistig. Aber die Biester sind mindestens genauso hinterlistig. Nein, noch viel hinterlistiger. Und verschlagen. Oh, die bewachen auch eine Truhe. Jetzt habe ich das Masterschwert nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Sehen wir mal, dafür eine Waffe, eine schwache Waffe reicht gegen die aus. Ja, die ist ziemlich schwach. Die 24er Lanze hier. Hä? War da nicht gerade eine 24er? Ja. Jo. Kurz und schmerzlos. Bin ich kurz gelaufen, leider. Aber ich glaube, mit meiner Lanze bin ich trotzdem euch überlegen. Ja, weit überlegen sogar. Einmal angeditscht, da sieht man mal, was Feuer ausmacht. Aber die haben auch nicht viel, ne? Die halten nicht viel aus. Haben nicht viel zuzusetzen. Oh, eine Meisteraxt. Mit 18, naja, gut. Weitwurf. Ist nicht geil. Klingt erstmal geil, aber ist nicht geil. Leider nicht. Leider nicht. Ja, hier ist natürlich noch, ja, die Schlacht getobt, kann man sich nur in seinen finstersten Träumen ausmalen, was hier los war. Das ist die tapferen Recken und die Leute von Hyrule, die Soldaten, die tapferen, gegen die Verheerung Ganon gekämpft hat und obendrein gegen diese Wächter hier. Offenbar war der Kampf ja nicht ganz aussichtslos, ne, wir haben ja einige besiegt hier. Gibt ja fast keine Wächter mehr. Also, die haben sich ganz gut behauptet, ne? Ach, Quatsch, was mach ich denn hier? Da waren wir doch schon. Boah, sieht das krass aus, direkt. Oh. Ach, da sind ja die Doppelberge wieder. Wenn sie das sind, die Zwillingsberge, ne? Ich glaube, die sahen anders aus. Die sahen so aus, als wären sie in der Mitte gespalten gewesen, ne? Ich komme jetzt durcheinander, ist alles so gleich aus. Aber das lohnt sich hier echt krass. Ich denke mal, der eine oder andere wird auch noch leben von denen. Aber manchmal halten sich hier Ton versteckt, aber hier nicht. Oh, da ist ein Stall! Geil! Ja, ja. Apropos Pfeile kaufen, ne? Wollte ich doch mal. Mal hin bei Kengis kann man ein paar Pfeile kaufen. Ne, Terry war das. Terry, glaube ich. Kengis war der andere Typ, der Maler. Ja, noch mehr Monster da. Och nö. Unschön. Na gut, ich... Ah, da lebt wieder einer. Seht ihr das? Sehr gut. Na, ich warte mal, bis sich das Masterschwert wieder aufgeladen hat. Dürfte ja nicht mehr allzu lange dauern. Und dann wollte ich ja mal gucken, ob das auf diese Wächter reagiert. Ne? Also, das schien mir ja so. Das ist mein Verdacht auf jeden Fall. Das wurde ja vielleicht auch dafür hergestellt ursprünglich, ne? Damit es da möglichst effizient zuschlagen kann gegen die Wächter. Ah, hier war mal eine Festung, ne? Genau, das sind hier die ganzen Überbleibsel. Da ist auch noch was, Leute. Guckt mal da. Aha. Oh, das ist schon die Ranellstraße, ne? Da geht es doch schon zur Ranellstraße irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall eine Straße. Ja, ich glaube, da war ich schon, ne? Aber hab hier
die Festung dezent übersehen. Wie kann denn das passieren? Samt Stall. Achso, der Festungsstall. Oh, da lässt sich was wegsprengen, wie es aussieht. Oh, so viele Wächter hat es hier, ey. Ah, ne, die hatte ich schon. Hä? Die hatte ich schon gelootet? Da ist auch irgendwas da oben. Oh, der Scheindetektor meldet sich noch nicht. Nö, hier scheint nichts zu sein. Nö. Ja, ich überall was sehen. Sieht cool aus. Die Texturen sind ganz hübsch eigentlich. Sehr plastisch. Na, was können wir hier freischalten? Hier ist eine Truhe wahrscheinlich. Ja, yeah, ich hab's doch gewusst. Ah, oh, wieder so ein komischer Tierschild, der schwächer wird, sofern ich ihn benutze. Warum auch immer. Antike Schraube. Oh, wir haben auch schon gelootet, ja. Ja, naja, gerade. Und ein Stück Mauer. Oh, wie geil das aussieht, ja, immer noch. Ich liebe es. Und wunderschöne Pferde. Die schwarzen sind meistens Black Beauty, genau. Ist das. Ja, ist total schwarz. Ein schwarzer Schimmel. Ja, die sind meistens sehr. Sehr stark. Schleichschnecke. Die hat aber nicht geleuchtet. Das leuchten doch immer. Oh, eine antike Achse. Jetzt kriegen wir mal andere Materialien hier. Jo, da kommt schon die Schreienmucke. Und da. Da war auch ein Schreien. Schreinmucke, sag ich schon. Stallmucke. Und schöne Pferde. Schöne Pferdchen hat's hier. Aber da war noch ein böser Wächter in der Nähe. Mutig sind sie, ja. Sich hier in der Nähe aufzuhalten mit ihrem Stall. Oder waren, habe ich gerade die Pilze übersehen. Und absichtlicherweise. Schande auf mein Haupt. Ich will die Pilze haben. Ach nee, Chili. Auch gut. Gut für den Stoffwechsel. Naja, dann waren wir hier schon an dem Schrein, an dem Stall, meine ich. Schrein. Im Schrein sowieso, das sieht man ja. So, aber hier war noch ein Wächter, dass ich das alles ausgelassen habe. Hier ist komisch. Das verwirrt mich. Warum nur? Was ist denn das da oben eigentlich? Quatsch, nicht schleichen. Hm, keine Ahnung. Eine Gletscherspalte oder so. So, waren jetzt hier Lebendige hier? Ja, okay. Jetzt testen wir das mal. Ich habe ja noch die Lanze. Ja, die wollte ich nicht testen. Jo, es hat wieder 60. Also es scheint hier wirklich mit den Wächtern im Zusammenhang zu stehen. Geil. Okay, den haben wir auch nicht. Oh, welcher lebt der jetzt hier? Der hier, okay. Das war auch schon. So. Aua. Yes. Na, wie gesagt, die waren ja auch mal gut, ne? Sie dienten ja mal dem ursprünglichen Volk von Hyrule, ne? Aber, ja. Dann wurden sie halt korrumpiert. Also nochmal Schleichschnecken. Durch die Verheerung Ganon. Okay, ich werde trotzdem nochmal den Stall aufsuchen, auch wenn ich den schon kenne. Oh, jetzt dürfen wir aber so langsam alle gelootet haben, ne? Oder? Den doch auch schon, ja. Ja, ja. Super. Boah, dann gehen wir mal zum Stall. Da hinten, ach, den hatte ich auch noch nicht, okay. Hier kein übersehener Möglichkeit, also. Ich weiß ja nicht, ob das auch respawnt alles, ne, die ganzen. Hä?
Sah so aus, hätte man das looten können. Ne, hier war nichts, ne? Ne, das haben wir schon. Gut, na dann auf zum Stall erstmal. War hier noch eine Kiste versteckt? Stall der Zwillings... Ah, das war der Zwillingsberg, ja. Habe ich doch richtig gesehen. Dass hier die Zwillingsberge sind. Ja, da sind sie nämlich. So schön, was sagt sie denn? Was ist denn so schön? Sagesa. Hier ist es noch recht ruhig, aber im Schloss Hyrule sind viele Monster unterwegs. Da herrscht das Chaos. Wenn du deine Reise fortsetzen willst, solltest du Medizin dabei haben. Ach so, die verkauft mir nur Medizin, so war das, ja. Ey, Terry, hau nicht ab hier. Ich muss mal mit dir Handel treiben. Was mit denen hier? Dato, hey, Shibo. Meinst du, der Junge, der hat Interesse an Pferden? Ja, Dato. Sieh dir seine Augen an. Er kann es gar nicht abwarten, in den Sattel zu kommen. Das sind die Augen von einem, der Pferde so sehr liebt, dass ihm alles andere egal ist. Und was jetzt? Tja, was wohl? Das ist unser Stichwort. Willkommen im Stall der Zwillingsberge. Oder genauer gesagt, willkommen vor dem Stall der Zwillingsberge. Wir haben es direkt an deinen Augen gesehen. Du hast nichts als Pferd im Kopf, was? Nein. Genau deine Augen verraten dich. Kühe oder Ziegen sind dir völlig Schnuppe. Ja, das stimmt allerdings. Auch. Und das heißt, bei uns bist du genau richtig. Und uns kannst du alles über Pferde fragen. Wir stehen dir mit Rat und Tat, Trab zur Seite. Ich weiß, das gibt keinen Sinn, aber mein Vater will, dass wir den Spruch sagen. Wie fängt man sie? Ach so, das ist echt für, ja, für Anfänger gemacht hier. Hops aufspringen. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Ja, ja, ja. Nein! Ja, ist gut, ich weiß. Welche sind gut? Genau, das, jetzt werden sie das sagen, den schwarzen Pferden. Ne? Pferde mit farbigen Punkten im Fell nennt man Schecken. Die sind gut, nicht einfach zu zähmen. Reine Schimmel oder Rappen oder andere einfarbige Pferde sind wilder und nicht so leicht zu bändigen. Rappen sind ja die schwarzen, ne? Dafür haben einfarbige Pferde mehr Ausdauer und laufen schneller. Papa sagt immer, am Anfang ist es eine Plackerei mit den einfarbigen. Aber wenn sie zahm sind, will man nichts anderes. Na, da muss man echt Ausdauer haben, ne? Papa meint, als Anfänger sollte man zuerst einen Schecken fangen. Das stimmt. Aber wenn ich mal groß bin, schnappe ich mir sofort einen einfarbigen. Hast du verstanden? Papa uns alles beigebracht. Mit Pferden kennen wir uns aus. Ich weiß Bescheid. Papa ist der zweitbeste Reiter auf der ganzen Welt. Toll, oder? Naja, Papa ist immer der Held, ne? Ja, nee. Das ist der Papa anscheinend. Ihr seht ja so ahnungslos aus. Nein, jetzt ist wieder Terry entkommen hier. Terry! Terry! Ah nee, der kommt gerade. Gut. Wenn er gerade herkommt, dann ist er in Ordnung. Ui. Und den mal quatschen. Am Quell des Flusses den... ja gut, das kennen wir. So nah dran. Das ist so aufregend. Was? Ist das dein Ernst, Jo? Wir haben schon alle Drachen. Hey, hör auf, seinen Unsinn zu reden. Glauben wir nicht mal. Es kann gar nicht sein, dass ein Laie wie du das Rätsel schneller löst als mein Bruder. Oder Dummy Duck. Dummy Duck. Ja, natürlich. Ja, wer Dummy Duck heißt, ne? Klar, der löst natürlich jedes Rätsel, logisch. Ey, mach mal ein bisschen. Moment, hier ist wieder ein Krog. Oder ist das das Teil, was so ein Geräusch macht? Sonst würde ich ja denken, dass hier wieder ein Krog ist, ne? Ja, das. Ne, da oben, da, okay. Hier oben ist ein Krog versteckt. Bin ich da überhaupt drauf? Muss ich wohl? Naja, kommt mal, ja. Supi, geschafft. Oh, sieht so der Regen aus. Ah, hier müssen wir nur den... Okay, da reinspringen. Hm.
Nein! Hä? Warum zählt er das nicht? Nein, muss ich nochmal hochklettern. Oder muss ich da reinschießen oder was? Hä? Warum kommt der jetzt nicht mehr hoch? Boah, was das an Ausdauer verbraucht, wenn man springt, ja? Krank. Also gerade mit einer Rüstung natürlich, die relativ schwer ist, aber so auf das Rücken gewandt ist eigentlich nicht so schwer, oder? Soll man da reinschießen? Nee, ne? Das Schwert leuchtet immer noch, oder? Oder irre ich mich? Ja, das ich irre mich. Junge, kannst du nicht ein bisschen höher springen? Na gut, vielleicht muss man ja von hier abspringen. Nein! Ey, was ist denn das? Wie stelle ich mich wieder an hier? Vielleicht müssen wir doch nur reinschießen, wa, Leute? Also, kann es ja nicht sein, ne? Nein! Hoch hier! Du sollst da hochklettern, Mann! Ah. Runterkommen ist ja leicht, aber hoch. Kriegst du irgendwie nicht so hin, ne? Oh, weia, ey. Naja, ist ja auch kompliziert hier, so ein neues Pferd. Gut, dann schießen wir mal mit Holzpfeilen da drauf. Na, das bringt wohl nichts. Ja, wo weit? Hä? Was ist denn das? Warum kann ich da nicht machen? Ich glaube, ich speichere da gleich an der Stelle. Was soll ich denn da überhaupt machen? Oder man muss von unten da drauf schießen. Das macht ja auch keinen Sinn, oder? Ne, da sieht man es ja nicht mal. Also, man sieht es nur, wenn man... da oben... Ach, ich kaufe jetzt erstmal was bei Terry. Frustkauf. Was hätten Sie denn gern? Oder möchten Sie etwas verkaufen? Nein, lieber kaufen. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Boah. Holzpfeile. Ja, alles kaufen. Jo. Mal in 10. Und hier hast du noch mal 20, ne? Ah, ich mein. Alles kaufen. Alles. Perfekt. Na also, läuft doch. Mehr hast du ja leider nicht für uns. Da müssen wir den Händler unseres Vertrauens aufsuchen, den richtigen Händler hier. In irgendeinem Ort, Ateno oder so. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, ne? Ey, aber dieser Krog, der macht mich fertig hier. Und Link auch mit seinen Kletterfähigkeiten hier. Na gut, das ist ja auch unsäglich hier, dieses Unterfangen. So, warum kann ich da nicht irgendwie was machen? Hm. Nein! Ach Mann! Was macht er denn? Ich schneid das gleich, ey. Das ist ja lächerlich. Es ist doch einfach lächerlich. Ja, Leute, keine Sorge. Spätestens nach 100 Versuchen werde ich es wohl gepackt haben. Was auch immer ich da machen muss, ich weiß es ja noch nicht mal. Da durchspringen scheinbar nicht. Durchschießen auch nicht. Was sonst? Ich weiß es nicht. Ja, doch, eigentlich reicht das doch immer, die Dinger zu, ne? Ja, nee, jetzt werde ich da kurz mal speichern, ne? Trick 17 mit anfassen. Ich will nicht noch 1000 Mal da hochklettern. Das ist allmählich ein bisschen albern. Oh, ihr seht's. Da passiert nichts. Laden. Das ist die Ladezeit immer noch schneller, glaube ich. Immer noch kürzer. Was in Gottes Namen soll ich da tun? Nicht durchschießen, nicht dagegen springen. Was soll ich denn da tun? Was ist das für ein Quatsch? Untersuchen. Einfach nur untersuchen. Ich glaube es nicht. Einfach nur untersuchen. Ich glaube es nicht. Ey, wie lächerlich ist denn das? Normalerweise muss man in diesen Blätter-Dings immer reinspringen. Ne? In diesen Blättersturm quasi. Aber diesmal einfach untersuchen. Nein, Leute. Es ist doch nicht wahr. Ich will das Hühnchen haben.
Den Hahn. Ach, hier hat's nur Hähne. Okay. Na gut. Hat der vielleicht noch eine Quest? Unsicher, wo es lang geht? Hast du noch eine Quest für uns? Männer, die gut in Fernung gehen können, kommen auch gut bei Frauen an. Okay. Vizemeister, das. Der kann uns nichts Neues mehr erzählen. Heute Nacht. Oh, du bist es. Interessierst du dich für meine Forschung? Blutmond. Blutmond? In Nächten mit einem roten Vollmond färbt sich um Mitternacht der Himmel blutrot und das ist die Nacht des Blutmonds. Oh, super. Jedes Mal, wenn das passiert, werden alle Monster neu belebt, egal wie oft sie schon besiegt wurden. Die Leute haben sich schon daran gewöhnt und finden es ganz normal. Aber ich werde meine Forschung fortführen. Ja, mach das mal. Lass mal das vielleicht, Wenn du fragen hast, dann schieß los. Der Mond heute. Heute Nacht zeigt sich schon eine dünne Sichel des neuen Mondes. Sieht zum Anbeißen aus. Aha. Wie ein Käse, ne? Sagt man immer. Wenn du Fragen hast, dann schieß los. Nö. Hätte ja gerne mal eine Forschung, die das unterbindet, ne? Aber na gut. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, ne? Gut, soweit ich weiß, haben wir hier eigentlich so weit alles erforscht, ne? Boah, ein bisschen Zeit ist aber noch. Södele. Wo ist denn hier? Oh, Kakariko ist wieder so weit weg. Kakariko, Kakariko. Quelle der großen Fee, das haben wir schon. Pitta-Hochland, ich habe das Ritter-Hochland gelesen. Ist hier vielleicht noch ein Turm in der Nähe? So, uns hier Richtung Kakariko. Genau, vielleicht können wir uns einfach mal fallen lassen. In der Hoffnung, dass wir da noch irgendwas entdecken. In und um Kakariko, in Kakariko werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Pfeile besorgen. Aber um Kakariko ist, glaube ich, auch noch jede Menge los, ne? Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da haben wir ja noch nicht so viel erforscht. Und war einfach nur mal den Wegen gefolgt. Mehr haben wir dann noch nicht gemacht. Oh, ist sehr weit weg, Kakariko, richtig von hier aus? Jo, ist ja der. Ist ein Schrein? Hä? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, hier, Turm der Zwillingsberge. Ja, Kakariko ist hier bemerkenswert weit weg. Und die Berge sind viel höher, da komme ich nicht mal drüber, nicht mal ansatzweise. Sonst sind ja mal die Türme höher. Den muss ich dann einen anderen Turm nehmen. Was haben wir denn hier noch? Ach, den Ranell-Turm, ne? Vielleicht, das ist der näher dran. Auch nicht wirklich, also, aber ich glaube, der liegt höher. Das macht schon den Unterschied. So, die Hoffnung. So, Trink ist alle. Der Vanille-Protein-Shake mal wieder. Der obligatorische. Der gehört einfach dazu. So, naja, mal gucken. Vielleicht macht das Sinn, was ich hier mache. Vielleicht auch nicht. Man ist leider immer erst hinterher schlauer. Super. Na, Pfeile haben wir jetzt schon mal gekauft. So, wo ist Kakariko hier? Nun hier. Gott, ist schon wieder Abenddämmerung, ja? So schnell. Kann es leider gehen. Ne, ist schon das Dorf des Zoras. Alles okay. Auf der anderen Seite. Also von hier aus sehe ich Kakariko nicht mal ansatzweise. Hä? Da? Ja, Tatsache. Da irgendwo. Wow. Gott, ist das riesig. Ach, da ist noch so ein Fossil. Muss ich das auch fotografieren? Hat das was damit zu tun, dass das ein riesiger Drache war? Hohoho. Denn seine Rippen sind ja hier überall zu sehen. War auf dem richtigen Weg? Jo, es wird uns nicht näher bringen, glaube ich. Ist hier noch irgendwas? Da war ich ja überall. Auf jeden Fall, das weiß ich noch. Naja, da war ein Schrein, genau. Boah, hier geht's aber steil nach unten. Nein! Das ist sehr schlecht. Da ist auch noch ein Schrein. Na gut, dann müssen wir doch da noch hochklettern.
Na, vielleicht finden wir da noch was, wer weiß. Das ist ein Schrein im Sumpf, wie es aussieht da, ne? Da hinten. Na, jetzt musst du klettern, ne? Das geht leider nicht anders. Aber wir kommen schnell hoch hier, bevor es anfängt zu regnen. Jo. Oh, ein Füchschen. Keine Sorge, ich tue ja nichts. Die soll man übrigens nicht unterschätzen, die Biester, wa? Die können auch Menschen gefährlich werden, insbesondere natürlich Kindern, aber es gibt wohl Füchse, die auch Menschen angreifen. Zumal die auch immer zutraulicher werden. Ups. Hm, da war ich glaube ich auch schon. So, Leute, na, wo ist denn hier Kakariko? Ah, wir sind schon ganz nah. Oh, das sieht nach Gegnern aus. Oh, nicht doch. Mein einer mal getroffen. Ich treffe jetzt immer bis nach ein, ja. Oh, ein bisschen. Ey. Also aus der Entfernung hätte ich noch einen Schlag gekriegt. Schlag, sag ich schon. Hilfe! Oh, ja, jetzt habe ich einen Schlag gekriegt. Super. Ach so, die können auch so richtig auf einen zufliegen. Also indem sie ihn attackieren. Wunderbar, das habe ich noch nie gesehen bei denen. Oh, was haben wir denn hier? Wieder ein 3 Apfelbäumchen. Warum stehen die hier so auffällig? Vielleicht aus jedem von jedem mal einen pflücken. Ich werde die jetzt mal bewusst nicht fällen. Los, geh mal hoch da! Mensch, Link, mit Klettern hast du es heute nicht so, so, hier vielleicht noch. Vielleicht muss man die alle pflücken. Und dann kommt der Krok. Das sieht so verdächtig hier aus. Und die auch wieder so. Solltet ihr auch immer auf den Krok hin, ne? Na, die. Ja, das ist praktikabel. Das lässt sich machen. Die Äpfel hier alle zu pflücken. Und pflück den Apfel. Ey, warum nimmst du denn den Apfel nicht? Ich hab doch gedrückt. Ja, ich werde jetzt mal alle pflücken. Mal sehen. Nein. Gerade der letzte ist schwierig. Aber ich glaube, wenn ich die Bäume fälle, dann versaue ich es mir mit dem Krok hier. Komm doch mal hoch hier. Ich will den Krok haben, Mann. Du nicht? Ach, verdammt. Ja, ich kann nicht alles auf einmal drücken. Also, das klappt noch nicht. Nein, nicht runter. Pflücken sollst du. Ja. Und, Krok? Oh, doch ein Krok. Also, ich hätte schwören können, dass hier ein Krok noch ist. Na, dann fäll ich die Bäumchen. Vielleicht muss ich sie doch füllen. Der Umweltschützer schlechthin. Nee, aber kein Krok. Das war ein Irrglaube hier. So, okay. Was ist Kakariko? Ach, da. In gänzlich entgegengesetzter Richtung. Super. So, nochmal auf die Zeitlinsen. No, naja, naja. Wir kommen schon langsam an die Grenze. Aua. Ja, kommt. Ey, perfekt. Nein, nicht so weit, Mann. Oh. Oh. Ah, doch, getroffen. Den einen haben wir getroffen. Super. Nein.
Nein, einer hat's geschafft, er hat sich einen neuen Körper gesucht. Wie praktisch für ihn. Das ist auch genial gemacht, ne, eigentlich, wenn man sich drüber nachdenkt. Wie krass das ist, dass sie einfach wieder die Knochen zusammensammeln und dann einen neuen Körper haben. So cool gemacht hier in dem Spiel. Bam, bam, alles die Fee auf jeden Fall, ja. Genau, die war ja auch in der Nähe von Kakariko, Kakariko. Na, da waren noch immer Feen. Oh, da ist wieder so ein Wesen. Da ist ein besonderes Wesen, ist da wieder. Bing, weg. Warum sind die hier? Oh, was haben wir denn hier? Oh, wie geil, Leute. Yes, wir haben was gefunden. Mach ich das jetzt als Cliffhanger für die nächste Folge? Na, wenn das Rätsel zu kompliziert ist, denn ja. Ich höre da wieder das Schifferklavier unseres Vertrauens hier. Oder? Ich höre das doch. Wo ist der denn? Sitzt der auf dem Baum diesmal? Wo ein Vogel auch hingehört, üblicherweise? Das ist ein Nest. Das ist auf jeden Fall ein Nest. Ei, ei. Eine Fee? Nee. Ach, Schleichglöckchen sind hier. Was ist denn der Vogel? Ist der da oben? Ich höre den doch, oder? Will ich mir das wieder ein? Muss das mal lauter stellen, aber... dass mir in das Trommelfeld platzt, wenn es dann auf einmal ein Gegner angreift. Wo sitzt der da? Hm. Ist doch nicht der Rätselsteller unseres Vertrauens hier. Nö. Aber hier können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Nur was ist hier die Frage? Haben wir noch keinen Anhaltspunkt. Vielleicht ist hier irgendein anderer Hinweisgeber in der Nähe. Vielleicht wieder dieser komische Professor. Nur was soll man da machen? Ah, Kakariko ist hier auf jeden Fall. Geil. Ist hier noch ein Schrein. Ist ja verrückt. Naja, wir müssen ja sowieso Pfeile kaufen. Da können wir das ganz gut miteinander verknüpfen hier, ne? Das passt doch. Oder vielleicht noch eine neue Rüstung, ne? Ich habe ja genug Kohle. Also von daher, vielleicht müssen wir hier irgendwas reinlegen. Also irgendwas muss ich hier machen, aber... klar, irgendwas muss man immer machen, aber was? Ist die Frage. Irgendwas reinlegen? Vielleicht ist hier irgendwo eine Kugel versteckt oder so. Na, wo wohl, wa? Hier auf dem Grund des Sees wahrscheinlich. Ups. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Also hier nicht auf der Seite. Hä? Nö, hier ist nichts. Ne? Ihr seid meine Zeugen, hier ist nichts. Sehr komisch. Ja, das ist nur die kakarige Musik. Das war nicht das Schifferklavier unseres Vertrauens. Hm, vielleicht finden wir im Dorf irgendwie, also in Kakariko selbst, einen Hinweis. Also hier bei der Fee, genau, die war ja auch in Kakariko, richtig. Jo, Leute, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns beim nächsten Mal nochmal im Dorf um. Vielleicht hat jemand einen Hinweis auf diesen Schrein hier. Achso, den sollte ich vielleicht mal markieren, ne? Wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Damit wir das dann wiederfinden. Zeitnah, aber hier sieht ja alles auch relativ identisch aus. Ich hätte hier gedacht, hier ist jetzt irgendeine Kugel in der Nähe. Hm. Aber ist nicht. Vielleicht soll man hier baden gehen. Oder eine Säule erschaffen. Ich weiß es nicht. Macht ja keinen Sinn hier. Ja gut, und nun? Nee. Ich kann ja nochmal hier kurz hochgucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwo eine Murmel rum. Oh, da ist der Monster-Dings, Händler. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Aber da ist er auf jeden Fall.
Was hier alles ist, auch in der Nähe von Kakariko. Okay, vielleicht hat der einen Hinweis da drauf, Leute. Aber wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Also dann, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Eschak, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.